بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم sagte: Das beste Fasten ist das Fasten von meinem Bruder Dawud. Er fastete jeden zweiten Tag. Und das beste Gebet ist das Gebet von Dawud. رسول الله صلى الله عليه وسلم sagte zudem: Er würde niemals in einer Schlacht flüchten. Wenn er auf dem Schlachtfeld ist, würde er seinem Feind niemals den Rücken kehren. Mutig und stark. Nach dem Tod von Yusha' bin Nun alayhi salam, vor 460 Jahren, ging es Bani Israel immer schlimmer und schlimmer. Nachdem sie durch die Hand von Yusha' bin Nun alayhi salam Jerusalem erobert haben, hatten sie die Oberhand. Als dann Yusha' starb, kamen immer wieder Propheten zu ihnen. Und sie fingen sogar an, diese Propheten zu töten. Sie töteten sie so, wie sie ein Schaf getötet hätten. Und sie führten Kriege mit vielen anderen Völkern. Sie verlierten und eines der größten Verluste war gegen Bucht an-Nasr. Bucht an-Nasr schlachtete Bani Israel. Er rottete sie aus. Er machte einen Fluss aus Blut von den Kindern Israels. Eines der Schlachten war mit den Amalek. Und die Amalek sind die gigantischen Leute. In dieser Schlacht zerstörten die Amalek Bani Israel und eines der Sachen, die sie verloren hatten, war die Bundeslade. Eine Bundeslade ist ein vergoldeter Kasten für die Aufbewahrung wertvoller Dinge bzw. heilige Dinge. Was befand sich in dieser Bundeslade? In der Bundeslade befand sich, wie die Gelehrten sagten, die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala, welche Musa alayhi salam gegeben wurden. Und es wurde gesagt, dass sich der Stock von Musa alayhi salam ebenfalls in dieser Bundeslade befand. Und auch einige andere Sachen von Musa alayhi salam und seinem Bruder. Die Bundeslade war gesegnet. Als sie gegen die Amalek kämpften, verloren sie neben der Schlacht auch die Bundeslade. Die Motivation und den Enthusiasmus, den sie hatten, verloren sie nach der Schlacht mit den Amalek, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erneut Gnade erwies, wie er subhanahu wa ta'ala es schon zuvor immer wieder tat. Allah subhanahu wa ta'ala sandte ihnen aus seiner Barmherzigkeit einen Propheten. Dieser Prophet wurde 460 Jahre nach Yusha' bin Nun gesandt. Wallahu a'lam. Und er rief sie zu Allah subhanahu wa ta'ala. Unter der Führung eines Propheten ging Bani Israel zu ihrem Propheten und sagten zu ihm: Sende uns einen König, sodass wir unter seiner Führung kämpfen können. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Siehst du nicht die führende Schar von den Kindern Israels nach Musa? Als sie zu einem ihrer Propheten sagten: Setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Sie gingen zu ihrem Propheten und sagten: Wir wollen auf dem Weg Allahs kämpfen. Ihr Prophet war sehr weise. Er sagte: Werdet ihr vielleicht, wenn euch zum Kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Er sagte also: Ihr fragt nach dem Kämpfen, aber wenn es wirklich für euch zur Pflicht wird, werdet ihr dann auch kämpfen? Weil es leicht ist, etwas zu behaupten. Es ist leicht zu behaupten, dass man kämpft. Aber gibt es wirklich jemanden, der seinen Worten Taten folgen lässt? Sie predigten und redeten und waren übermotiviert. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, kneifen sie. Deshalb sagte der Prophet: Werdet ihr vielleicht, wenn euch zum Kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Sie sagten: Definitiv. Sie sagten, Bani Israel sagte: Warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind? Die haben uns aus unserem Land geschmissen. Wie können wir da nicht kämpfen? Und wir werden sehr wohl auf dem Weg Allahs kämpfen. Und sie gaben Versprechen und Versprechen. Und sie sagten: Wir werden um Allahs Willen kämpfen. Keine Sorge, wir kämpfen.
Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Doch als ihnen vorgeschrieben wurde, zu kämpfen, kehrten sie sich bis auf wenige von ihnen ab. Wir sollten uns niemals auf solche leeren Behauptungen verlassen, die wir hören, weil Gerede kostenlos ist. Es kostet dich nichts zu reden. Aber kämpfe um Allahs Willen kostet dich eine Menge. Du kannst behaupten, dass du Jerusalem eroberst. Groß reden ist leicht, aber Opfer bringen ist schwer. Es geht hier nicht um eine Aufopferung, sondern um eine langfristige Aufopferung. Und das ist es, woran die meisten Menschen scheitern. Wenn du danach gefragt wirst, einmal zu opfern, du könntest von einer Rede berührt worden sein und du gibst dann dein Geld und opferst dein Geld als Beispiel. Das könnte passieren, aber wenn man danach gefragt wird, für eine lange Periode Opfer zu bringen und du Leid und harte Zeiten durchmachst für eine lange Zeit, das ist der Grund, warum die meisten Menschen scheitern. Wenn Israel sagte, wir werden kämpfen, warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind? Und als Allah ihnen den Kampf vorgeschrieben hat, haben sie nicht gekämpft. Aber es war zu spät für Bani Israel, weil die Offenbarung bereits kam. Sie fragten nach einem König. Sie fragten nach einem Anführer und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen einen. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Allah hat euch hiermit Talut als König geschickt. Ihr habt nach einem König gefragt und Allah hat euch Talut auserwählt. Diese Leute, die angeblich kämpfen wollten um Allahs Willen, waren die ersten, die mit dem Kommandanten des Propheten sallallahu alaihi wasallam diskutierten. Und wenn wir hier über den Propheten sprechen, dann meinen wir den Propheten aus ihrer Zeit und nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie gingen zu ihrem Propheten und sie sagten zu ihm, wir wollen einen Anführer. Und als sie einen Anführer bekam, fingen sie an zu diskutieren und sagten, wir wollen ihn nicht. Also, sie fragten nach einem König und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen einen Anführer. Und sie sagten, wir wollen ihn nicht. Warum? Sie nannten zwei Gründe. Sie gaben zwei Gründe, warum sie mit der Berufung Taluts als König nicht einverstanden waren. Zwei Gründe. Nummer 1, er ist nicht vom Adelstand. Er ist nicht von der angesehenen Familie. Nummer 2, er ist nicht wohlhabend. Das waren ihre beiden Gründe. Wie könnte er König werden, wenn er nicht zu den Angesehenen gehört? Und wie kann er König werden, wo er nicht wohlhabend ist? Und das ist die Natur von Bani Israel, von den Söhnen Israels. Sie sehen einen hohen Status als erfolgreich an. Jemand, der einen hohen Status hat, ist erfolgreich. Von welcher gesellschaftlichen Schicht du bist, ist für sie entscheidend. Es ist ein Problem für sie, weil Bani Israel, die Juden, stets behaupteten, wir sind die Auserwählten, wir sind besondere Leute. Ihr seid die niedrigere Schicht. Die Rasse ist wichtig für sie. Und das zweite Problem ist Geld. Das sind die Kriterien, die sie benutzten, Abstammung, Rasse und Geld. Und das ist eine Krankheit, welche in den Herzen der Kinder Israels sind, Al-Yahud. Und das ist auch eine Krankheit, die unter uns verbreitet ist. Wir sehen Leute als erfolgreich an, entsprechend dem Vermögen, das sie besitzen. Desto mehr Geld jemand verdient, desto erfolgreicher. Wir qualifizieren eine Person anhand dem Vermögen, die diese Person besitzt. Wenn wir darüber reden, wie viel eine Person Wert hat, wovon reden wir dann genau? Über sein Geld. Er ist 1 Million Euro wert. Er ist 1 Milliarde wert. Wenn er kein Geld besitzt, ist er nichts wert. Sein Iman spielt keine Rolle. Sein Glauben spielt keine Rolle. Sein Salah spielt keine Rolle. Sein Gebet spielt keine Rolle. Seine Religion spielt keine Rolle. Wenn er kein Geld hat, ist er nichts wert. Der Prophet von Bani Israel lehrte Bani Israel, dass das falsch ist. Allah hat ihn von euch auserwählt. Die Aussage reicht, um das Argument von ihnen lahmzulegen. Allah ist derjenige, der ihn auserwählt hat. Diskutiert nicht. Seine Abstammung, seine Rasse, seine ethnische Herkunft spielt keine Rolle. Sein Geld spielt keine Rolle. Warum? Weil Allah ihn auserwählt hat. Das hätte das Ende der Diskussion sein können. Allah hat ihn auserwählt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte uns belehren, wie man Anführer auswählt. Deshalb sagte der Prophet zu Bani Israel,
Er nannte ihnen zwei Qualifikationen, worauf man schauen sollte, wenn man einen Anführer wählt. Sie nannten dem Propheten zwei Gründe, warum er nicht der Anführer sein kann, und der Prophet nannte zwei Gründe, warum er der Anführer werden sollte. Allah hat ihm zwei Sachen gegeben: Wissen und Stärke. Das Wort Wissen ist definiert entsprechend seinem Job. Das heißt, wenn eine Person als militärischer Anführer ausgewählt wird, dann sollte er Wissen bezüglich des Kampfes haben. Und das ist der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid als Emir für die Armee wählte. Es war aber nicht Khalid ibn al-Walid, der als Khalifa gewählt wurde, weil Abu Bakr radiallahu anhu als Khalifa gewählt wurde. Jede Position hat spezifisches Wissen. Talut hatte das Wissen, das er brauchte, um die Leute von Bani Israel im Kampf anzuführen. Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Körperliche Vorzüge in Bezug auf den Job als Anführer. Du musst kein Bodybuilder sein für jeden Job. Aber in diesem Job musst du stark sein, physisch stark, aber in einem anderen Job brauchst du mentale Stärke oder Willensstärke oder ein starkes Herz, es kommt auf den Job an. Und das sind die zwei Sachen, die ein Anführer haben sollte: Wissen und Stärke. Und dann sagte er: Und Allah gibt die Herrschaft, wem er will. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen ein Wunder. Aya. Die Aya war At-Tabut. At-Tabut ist eine Art Bundeslade, ein vergoldeter Kasten für die Aufbewahrung bestimmter Heiligtümer. Was war nun in dieser Bundeslade? In der Bundeslade waren einige Besitztümer von Musa und Harun. Und Bani Israel wusste, dass es Baraka bringt, Segen, weil es das Erbe von den Anbiya, von den Propheten ist. Und zwischen ihnen und Musa sind Jahrhunderte, einige hundert Jahre. Sie hatten den Besitz von Musa, also eine lange Zeit. Sie hatten einige dieser Besitztümer in dieser Bundeslade. So, was passierte? Die Feinde haben diese Bundeslade mit dem in ihr enthaltenen Erbe an sich gerissen. Und die Feinde nahmen diese Bundeslade weg. Die Aya, das Wunder, das Allah subhanahu wa ta'ala denen gegeben hat, ist, dass dieser Tabut, die Bundeslade, von den Engeln zu Bani Israel gebracht wurde. Die Engel nahmen die Bundeslade und brachten sie zu Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: In ihr, in der Bundeslade, ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von den Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Talut brach nun mit seiner Armee auf. Sie ließen die Frauen, Kinder und Älteren zurück. Talut ist nun mit seinen Männern. As-Suddi, einer der Mufassirin, sagte, dass die Anzahl bei 80.000 lag. Er hatte eine 80.000 Mann Armee. Talut aber schaute nicht auf die Anzahl. Talut wusste, dass das, was auf sie zukommen wird, nur einer mit einem eisernen Willen schafft. Es braucht Geduld und Stärke. Deshalb unterzog er seine Armee einigen Tests. Er schaut nicht auf die Menge. Er schaut auf die starken Soldaten, weil Talut aufgrund seiner Weisheit wusste, dass die schwachen Soldaten mehr Schaden für sie bringen, als sie Nutzen bringen würden. Wir wissen von der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass in der Schlacht von Tabuk die Munafiqin zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gingen und jeder kam mit einer Ausrede, zurückzubleiben. Einer von ihnen kam allen Ernstes zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ich fürchte die Fitna der Frauen. Ich möchte nicht mitgehen und kämpfen, weil ich sonst Frauen sehe und dann meinen Verstand verliere. Munafiqin. Jeder kam mit einer Ausrede und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste, dass sie Heuchler sind und sagte zu ihnen: Bleibt hier. Sie meinten es nicht ernst. Diese Ausreden sind ein Fake. Wären sie wahrhaftig gewesen, würden sie einen Weg finden. Stattdessen warteten
sie bis zum letzten Drücker und kommen dann und sagen, ich kann leider nicht mit. Aber Allah wollte nicht, dass sie mitgehen. Warum? Weil sie ansonsten mehr Schaden bringen würden als irgendeinen Nutzen. Wenn sie mit dir in die Schlacht ziehen, bringen sie dir nur Schaden und keinen Nutzen. Anstatt dass du in der Schlacht deinen Bruder beistehst und ihm hilfst, hast du einen, der dir Angst einredet und dir sagt, lass abhauen. Anstatt dir zu helfen, redet er dir eine Fahnenflucht ein. Und sowas ist nicht gerade nützlich in einer Schlacht. Balut wollte genau, dass diese Leute nicht mitkommen, und aus diesem Grund unterzog er sie gewissen Tests. Was waren diese Tests? فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Talut brachte sie zum Marschieren in der Wüste. Er machte sie dadurch durstig, erschöpft und müde. Und als sie dann das Wasser vor ihren Augen sahen, sagte Talut, trinkt nicht. Müde, erschöpft und durstig. Einige dachten sogar, dass sie sterben, wenn sie nichts trinken. Talut sagte, trinkt nicht. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Er kann nicht mehr mit mir mitkommen. Und wer nicht davon kostet, von dem Wasser, der gehört zu mir, außer demjenigen, der nur eine Handvoll schöpft. Also er sagte, trinkt nicht von dem Fluss. Wenn ihr aber trinkt, dann nur eine Handvoll. Nicht zwei, nur eine Hand. Ich denke, dass es leichter ist, nicht zu trinken, als eine Handvoll zu trinken. Denn sobald du den ersten Schluck trinkst, macht Shaitan ihn zu dem besten Schluck Wasser, den du jemals getrunken hast in deinem Leben. Das Resultat war, dass von 80.000 Soldaten diesen Test nur 4.000 bestanden haben. Von 80.000 sind 76.000 durchgefallen und tranken vom Fluss, abgesehen von 4.000. Diese 4.000 überquerten die andere Seite, der Rest fiel durch. Der Rest fiel durch den ersten Test und es blieben 76.000 Soldaten zurück. Talut schaute nicht auf die Anzahl. Da waren Männer, die mit ihm gehen wollten, und Talut sagte, kommt nicht mit, es ist euch nicht mehr erlaubt. Es ist ein Test des Willens. Er wollte Männer, die diese Versuchungen widerstehen können. Männer, die einen eisernen Willen haben, und Männer, die in schweren Zeiten geduldig bleiben. Sie müssen standhalten und dieser starken Verführung widerstehen. Und zur selben Zeit müssen sie Geduld zeigen bei einer dauerhaften, harten Zeit. 4000 überquerten mit Balut die andere Seite des Flusses. Dann folgte ein zweiter Test. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten sie, wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscharen. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden, sagten, wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Es ist keine Frage der Anzahl. Wer waren die, die das sagten? Diejenigen, die sich sicher waren, Allah zu begegnen, die anderen sagten zu ihnen, lasst uns realistisch bleiben. 4000 gegen eine riesige Armee, es gibt keine Chance zu gewinnen. Sie glauben daran, was sie mit den Augen sehen können. Sie sagten, ich kann mit meinen Augen eine größere Armee sehen, die uns besiegen kann. Sie glaubten nicht an Al-Ghaib, an das Verborgene. Eine zweite Gruppe fiel ebenfalls durch. Am Ende war Talut nur noch mit den Besten von Bani Israel. 314. Von 80.000 blieben 314 übrig. Kommt euch die Anzahl bekannt vor? Die Sahaba von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagten, uns wurde gesagt, dass die Anzahl der Soldaten von Talut dieselbe Anzahl von den Soldaten in der Schlacht von Badr war. Mehr als 310. Das sind diejenigen, die mit Talut blieben. Von 80.000 Soldaten. Talut unterzog sie bestimmten Tests, sodass er zwischen den Männern und den Jungen unterscheiden konnte.
Aber am Ende waren es über 310 Männer von 80.000. Diese 314. Und als sie gegen Jalut und seine Herrscharen auf dem Plan erschienen, aber davor unterzog er sie Tests, um zu sehen, wie geduldig sie sind, wie stark sie sind, wie entschlossen sie sind. Aber dann, als sie dem Feind gegenüberstanden, legst du deine komplette Abhängigkeit auf Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Moment, als sie Jalut begegneten, was sagten sie? Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, überschütte uns mit Sabr. Sie fragten nicht nach Standhaftigkeit, sondern sie sagten, überschütte uns mit Standhaftigkeit. Weil sie nicht nur wenig brauchten, sondern jede Menge. Sie sagten, Africh Aleina heißt, wenn du einen großen Eimer hast und den Inhalt über eine Person schüttest. Afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana. Überschütte uns mit Sabr, festige unsere Füße und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Die Schlacht begann, eine riesige Armee kämpfte gegen eine winzige Armee und mit Talut als Anführer. Jalut war der König der Feinde, ein enorm starker Mann, arrogant und stolz. Im Kampf fragte Jalut nach einem, der gegen ihn kämpfen sollte. Er forderte irgendjemanden von der Armee Taluts zum Kampf heraus. Wer nimmt es mit mir auf? Talut fragte seine Armee, wer nimmt es mit ihm auf und eliminiert ihn? Wer ist bereit, Jalut aus dem Weg zu schaffen? Er bekam keine Antwort. Ein junger Mann, kurz, er ging zu Talut, ihrem Anführer, und sagte, ich will. Talut sah, dass es noch ein Kind war. Er wiederholte also seine Aussage. Wer tritt gegen Jalut an? Keiner antwortete, außer dieser junge Mann. Und als er das dritte Mal fragte, kam keiner außer dieser junge Mann. Talut sagte, dann geh. Dieser junge Mann war mit einer Schleuder bewaffnet. Und er war einer der Besten, was den Kampf mit einer Schleuder anging. Aber er war ebenso mit Iman und Vertrauen auf Allah ausgerüstet. Er ging zu Jalut und sagte, ich kämpfe mit dir. Jalut sagte, ich kämpfe nicht mit dir, du bist ein Kind. Sende jemanden, der stärker ist. Ich möchte dich nicht töten. Dieser junge Mann sagte, aber ich werde dich töten. Dieser junge Mann nahm einen kleinen Kieselstein und schleuderte es mit seiner Schleuder auf Jalut. Und dieser Stein erwischte Jalut, sodass Jalut auf der Stelle starb. Er eliminierte den König der Gegner und die Schlacht war vorbei. Wisst ihr, wer dieser junge Mann war? Daud alayhi salam. Zu dem Zeitpunkt war er noch kein Prophet. Er war ein Soldat. Aber danach war er es, der das Königreich von Talut erbte. Und dann begann die goldene Zeit für Bani Israel unter der Führung von Daud alayhi salam und seinem Sohn Suleiman alayhi salam. Aber das alles entstand durch die 314 aus der Schlacht. Genau wie die 314 aus der Schlacht von Badr verantwortlich waren für das islamische Imperium. Es geht nicht um die Anzahl. Es geht um Iman, es geht um Glauben und Stärke im Herzen. Es ist die beste Ära, die Bani Israel je hatte. Danach begann ihr Untergang. Danach war es ein Fluch von ihren Propheten auf sie und es war ihr Untergang und das Ende. Bis sie zu der Nation wurden, auf die Allah subhanahu wa ta'ala zornig war. Allah subhanahu wa ta'ala hat Sayyidina Dawud einige Wunder und einzigartige Qualitäten gegeben. Als allererstes, Dawud alayhi salam hatte eine wunderschöne Stimme. Dawud rezitierte Az-Zabur. Az-Zabur und Allah subhanahu wa ta'ala machte es leicht für ihn. Wenn Sayyidina Dawud alayhi salam seine heilige Schrift rezitierte und Dhikr machte, haben die Berge und die Vögel mitgehört und sie haben seine Worte wiederholt. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, preist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm ein weiteres Wunder. Eisenstahl wurde weich in den Händen Dawuds alayhi salam und er konnte es bewegen, wie auch immer er wollte. Die Leute damals hatten Eisen.
Aber der Prozess, daraus Werkzeuge herzustellen, war sehr schwer und auch zeitaufwendig. Und Allah subhanahu wa ta'ala machte das Eisen weich in den Händen Dawud a.s. und er formte es, wie auch immer er wollte. Allah subhanahu wa ta'ala lehrte ihn, wie man Schilder macht. Sie benutzten die Schilder und schützten sich selber mit Eisenmetalle. Aber das Eisen, womit sie sich schützten, war ein ganzes Stück. Was bedeutet, dass sie sich nicht darin bewegen konnten. Sie konnten sich also nur schwer darin bewegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Dawud alayhi salam, er erklärte ihm, wie er das Problem löst. Er sagte, mach Ringe und füge sie ineinander. Dann wird es leichter für sie sein, sich in der Rüstung zu bewegen. Dadurch wird er flexibler. Das ist eines der Dinge, die Dawud a.s. machte. Allah subhanahu wa ta'ala ließ ihn durch einige Tests gehen. Dawud a.s. hatte einen Mihrab, einen Platz für den Gottesdienst, wo er in Abgeschiedenheit verblieb. Und Allah subhanahu wa ta'ala diente, fern von allen anderen, und er erlaubte niemanden dahin zu kommen. Plötzlich tauchten zwei Männer auf, vor Dawud. Wie kommen diese Männer hier hin? Die Männer sagten, keine Sorge, wir sind hier aus einem Grund. Wir sind Brüder, die einen Disput hatten. Wir kamen zu dir aufgrund eines Urteils. Urteile gerecht und sei nicht ungerecht. Das ist mein Bruder, er hat 99 weibliche Ziegen und ich habe nur eine weibliche Ziege. Eines Tages kam der Bruder mit den 99 weiblichen Ziegen zu seinem anderen Bruder, der nur eine weibliche Ziege hatte. Er sagte, warum steckst du deine ganze Kraft in eine Ziege? Warum fügst du deine eine Ziege nicht zu meinen Ziegen hinzu? Anstatt die Kraft zu verdoppeln, kümmere ich mich um deine Ziege. Und er überzeugte mich. Und später kam ich zu meinem Bruder und fragte nach meiner weiblichen Ziege. Dann bestritt er, dass es meine Ziege ist und sagte, dass ich nichts habe. Was tat also Dawud a.s., nachdem er sich nur die eine Seite angehört hat? Er fällte das Urteil. Und das ist der Punkt, wo Allah subhanahu wa ta'ala Dawud a.s. lehren wollte. Er wollte ihm beibringen, sich nicht mit einem Urteil zu beeilen. Dawud a.s. sagte, dein Bruder hat dich unterdrückt. 99 reichten ihm nicht aus, dein Bruder tat dir definitiv Unrecht. Als Dawud a.s. das gesagt hat, verschwanden die beiden Männer, die vor ihm waren. Und Dawud a.s. wusste unmittelbar danach, dass es ein Test von Allah subhanahu wa ta'ala war. Und dass er einen Fehler gemacht hat. Er wusste es, er brauchte keinen, der ihm das mitteilt. Was war der Fehler von Dawud a.s.? Er hörte sich nicht die andere Seite an. Was war seine Reaktion? Er machte Sujud zu Allah subhanahu wa ta'ala und Dawud verstand, dass wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und so vergaben wir ihm dies, für ihn wird es fürwahr den Zutritt in unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben. Dawud a.s. führte Bani Israel mit Gerechtigkeit und er brachte Frieden und Ruhe zu Bani Israel, das was es bei ihnen für viele Jahrhunderte nicht mehr gab. Und nun kam die Zeit für Dawud a.s. zu gehen. Dawud a.s. starb im Alter von 100 Jahren. Eigentlich wären es nur 60 Jahre gewesen. Dawud wäre eigentlich nur 60 Jahre alt geworden. Woher kamen diese 40 Jahre? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Adam a.s.? Als er Dawud a.s. von seinem Alter 40 Jahre gab? Dawud a.s. war sehr schützend in Bezug auf seine Familie. Er hatte keinem Mann erlaubt, seine Frau zu sehen. Ein wahrer Mann. Und für diejenigen, die glauben, dass das nicht zur Religion gehört, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass dreien das Paradies verboten ist. Und er erwähnte unter diesen dreien den Dayuth. Das ist der uneifersüchtige Mann, der nicht eifersüchtig auf seine Frau ist oder auf seine Mutter. Diesem ist das Paradies verboten.
Zum Beispiel einer, der kein Problem damit hat, dass seine Frau sich auf sozialen Netzwerken präsentiert. Wie dem auch sei, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Dawud war sehr eifersüchtig. Und das ist nicht negativ aufzufassen, sondern das ist eine Eigenschaft von einem Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, wenn er aus dem Haus ging, verschloss er die Türen, sodass keiner zu seiner Familie eintrat, bis er wieder heimkehrte. Eines Tages ging er aus dem Haus und die Türen wurden verschlossen. Als dann seine Frau durch das Haus ging, sah sie einen Mann inmitten des Hauses stehen. Sie fragte die, die im Haus waren, wer ist dieser Mann und wie ist er in das Haus gekommen, obwohl die Türen verschlossen sind. Bei Allah, Dawud wird uns bestrafen. Da kam Dawud und fand den Mann inmitten des Hauses stehen. Da fragte er, wer bist du? Der Mann antwortete, ich bin der, der die Könige nicht fürchtet und nichts kann vor mir wegrennen. Dawud a.s. sagte, dann bist du bei Allah der Todesengel. Willkommen mit Allahs Wort, ich bin bereit zu sterben, weil ich nicht der König für das Königreich war. Ich war nicht der König aufgrund des Goldes und aufgrund der Paläste. Ich war nicht der König, weil ich diese Welt liebe. Ich war der König, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Ich tat dies als Dienst für Allah subhanahu wa ta'ala. Und augenblicklich wurde ihm seine Seele genommen. Als er gewaschen wurde und in das Grab gehüllt war, ging die Sonne auf und Suleiman sagte zu den Vögeln, gebt Dawud Schatten. Dann kamen sie, da gaben sie ihm Schatten, bis es dunkel wurde. Dann sagte Suleiman zu den Vögeln, fliegt davon. Und das ist die Geschichte von unserem geliebten Prophet Sayyidina Dawud alayhi salam. Wer erbte das gigantische Königreich von Dawud alayhi salam? Sein Sohn und Prophet Suleiman alayhi salam.